Ja, Leute, liebe Freunde, es geht wieder weiter mit Dragon Quest Heroes, meine Damen und Herren. Wir sind beim Baum gelandet. Jetzt gibt es links und rechts Challenge. Nur man versucht jetzt, sich hier ein bisschen durch die Gegend zu kloppen und Yggdrasil von den Monstern zu befreien. Leute, ihr wisst Bescheid, ihr schaut zu, ihr seid up to date. Ja, wir hatten uns jetzt hier nochmal in die fliegende Burg verkrümmelt, um nochmal Kräfte zu sammeln, um hier und da nochmal ein bisschen was zu tanken. Ich habe soweit eigentlich alles erledigt und würde sagen, wir können da ganz bequem weitermachen und zwirbeln zurück zum guten alten Yggdrasil und sahen mit dem Kopf vor die Wand. Die Gruppe hat sich durch Horden von Monstern einen Weg gebahnt und ist schließlich am Wipfel des Weltenbaums angekommen. Yggdrasils Krone ist nah. Jetzt nur nicht nachlassen. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Rein! Ja, sicher will ich dahin. Ja, sicher! Klar! Schnauze voll! Wachsen dicke! Hier, come on! Kann doch nicht wahr sein, hier. Lummel! Ihr seid mir ein paar Lummels. So sieht das aus. Yggdrasils Krone ist beyond this door. Okay, let's go, go, go! I'm going first this time! Ihr Kützele, grüß dich! Problem? Well, this don't look too clever. Old Brickface over there ain't gonna let us through, is he? We're not gonna get in with him on the door. If the Guardian will not allow us to pass, then we must pass through the Guardian. Dicke Keilerei. Dicke Keilerei! Ja gut, ist sicherlich. Let's teach them a lesson. Pam 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 pam. So, Kollege. Was du jetzt tust, ist folgendes. Du zündest da jetzt mal folgendes. Mal einen dicken Bombalalalam. So ein Ding erstmal drauf. Oh, der hat mir ordentlich einen reingeschuppert. Aua. Au, wir sind schon tot. Das wiederum ist jetzt ungünstig, sei mal. Kannst du bitte zurückkommen? Danke. Aua. Okay. Vielleicht können wir ihn ja einfrieren. Pam, pam, pam. Scheibenkleister. Immer schön weg vor den Türen. Boah, Alter, gibt er mir einen mit. Schön weg. Jetzt mal ein Crushed Eis hier. Und weg. Ah, der findet das nicht so witzig mit dem Crushed Eis, glaube ich. Und erstmal weg, erstmal weg, erstmal weg. Immer hin, drauf und weg. So, wegwippen und drauf. Und weg. Und drauf. Und jetzt hier mal. Jetzt zünden wir hier mal so einen Meteoriten. Kann ich nicht. So, jetzt haben wir ihn schon halb kaputt. Oh. Scheiße. Ah, ich wurde geheilt. Sehr gut. Draufkloppen, immer drauf. Und weg. Drauf und weg. Jemine, oh Jemine. Wir nehmen doch mal jetzt hier, sonst nehmen wir mal sie. Sie kann da jetzt mal vielleicht aus der Distanz ein bisschen aufzwirbeln. Mal richtig draufballern jetzt. Zack, weggehüpft und drauf. Pam, 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 pam. Und immer drauf. Und drauf, und drauf. Und drauf, und drauf. Und dann zünden wir jetzt nochmal so ein dickes Ding. Wo ist er? Wo ist er da? Hüppala. Immer schön weg. Das macht mit der macht das Sinn. Aber jetzt hat er mich einmal erwischt. Aber das Gute ist, ich kann jetzt hier Bodenkonzentrationsmodus starten. Ist schon wieder einer down. Ist schon wieder der Dicke. Was wollte ich machen? Ich wollte hohen Konzentrationsmodus machen. Los! Jetzt gibt's richtig Dresche. Wo ist das Vieh? Hallo. Ich würde gerne. Na ja, gut, dann gibt's halt den jetzt. Dann gibt es jetzt den Todesstoß. Ja, come on! Dick ein draufzwirbeln. Boom.
Da ist das Ding kaputt. Klong. Und in 1000 Stückchen zerplomst. Der Kollege ist weg. Good boy. Nice. Dem haben wir es geschleimt. Puh, den haben wir hoffentlich zum letzten Mal gesehen. Na dann, kommt schon. Wer zuletzt drin? Ach du Kacke! Das Mistvieh lebt noch. Ach du Kacke, okay. Was geht jetzt ab? Oh, sie ist tot. Das ist ja wunderbar. Das ist ja großartig. So, egal. Wir müssen weiter mit ihr spielen. Die ist nämlich mit Abstand die geilste auf Distanz. Wir machen nur einen Schaden. Okay, das scheint aber zu reichen. Ordentlich drauf, Stefan. Ordentlich drauf. Jetzt vielleicht nochmal so einen Dicken rausholen hier. Okay, einfach drauf. Einfach immer drauf. Weg, 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 weg. Oh, Jesus, Maria und Josef. Ja, jetzt einmal aus der Entfernung. Einfach aus der Entfernung drauf. Sein Leben oben links, ihr seht, das geht ordentlich weg. Einfach richtig drauf. Richtig drauf. Hier, 22 Treffer. Die ganze Zeit drauf scheppern. Nur scheppern und scheppern und scheppern und scheppern und scheppern. Wieso ist er jetzt wieder geheilt? Stoße den Grimlock über den Rand. Ja. Genau. Die LP hat sich regeneriert. Wie soll ich den denn darüber stoßen? Also wenn die mir das verraten würden, wäre das super. Aua, 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 weg. Weg, weg. Wie können wir ihn denn darüber stoßen? Vielleicht müssen wir mal den Dicken hier nehmen. Machen wir jetzt mal High Concentration Mode und müssen ihm vielleicht mal einen Royal Rumble ziehen. Oh, los jetzt, ey. Royal Rumble. Gucken, ob das irgendwas bringt. Das bringt gar nichts. Ah, jetzt können wir ihn so zurückstoßen, dass er vielleicht da hinten runterfällt. Komm. Ja. War's das? Ja. Da hat das Ding geklappt. Da fällt er hinunter. Ganz einfach. Sing for joy, friends. Victory is ours. Juhu! War es wirklich dieses Mal? Dem Himmel sei Dank. Dieser große Schlurke hat mir echt Angst eingejagt. Keine Sorge. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich glaube nicht einmal, der erholt sich von so einer Flugeinlage. Das, ja, das wage ich zu bezweifeln. Leider ist die Krone aber tatsächlich bereits vom Feind infiltriert worden. So wie es aussieht. Donnerwetter! Im Inneren werden uns gewiss weitere mächtige Ungeheuer warten. Wir müssen auf alles gefasst sein. Oha, der Bengel. From the arena in Colosseum. It sure is. I've been looking forward to this. A moment. Ah, but of course. The self-satisfied swordsman. So, despite your protestations to the contrary, you were with the Lightlings all along. Nope, but I signed up with them. Figured they'd lead me straight to you, and they sure didn't disappoint. Time to pick up where we left off. Let's go! Please do desist. Prior to combat, let us make inquiries of him and determine his identity. Seconded. And I would know what business he has with us Lightlings. Do not fret, little ones. I mean to tell you everything.
To begin, it seems only right that I introduce myself.